Hallo und herzlich willkommen zu dieser Einheit virtuelles Torwarttraining. Wir möchten uns heute mit etwas beschäftigen, welches wir in Gesprächen herausbekommen haben und deswegen werde ich das in Form dieses Videologs ansprechend dann jetzt aufbereiten. Es geht um dann die Sache des Trainings. Viele Torwarttrainer, die uns angesprochen haben, sind der Meinung, dass zu viel torwartspezifische Sachen, also Zielverteidigung, auf dem Platz gemacht wird. Sie sind der Meinung, ein Training muss die Wirklichkeit widerspiegeln. Also sprich 80%, 90% Fußball und nur der wenige Rest dann torwartspezifisch. Das ist natürlich eine Meinung, die sich dann im Training auch widerspiegelt. Hier wird sehr viel mit geworfenen Bällen, die der Torwart dann jonglieren muss, die dieses, jenes und all drum und dran. Und danach kommt dann vielleicht ein Bällchen in die Hände, die der Torwart festhalten muss, oder ein Ball flach vor die Füße, die der Torwart dann festhalten muss. Und am Ende kommt vielleicht noch ein bisschen 1 gegen 1. Und dann ist das Training für unseren Fußballtorhüter dann schon vorbei. Sicher, man kann das Training so aufbauen. Es mag dann sicherlich auch den Wettkampfalltag widerspiegeln. Die Frage ist nur, ob das wirklich auch so zielgerichtet ist. Unterhält man sich hier mit anderen Trainern, insbesondere bei komplexen Sachen wie jetzt dem Turnen oder aber auch dem Eiskunstlauf, wird man feststellen, das wird so in der Form sehr wenig trainiert. Ich hatte hier mal ein schönes Gespräch mit einem Basketballtrainer, wo man immer mal wieder die Würfe aus der Distanz trainiert hat. Und ich habe mich immer gefragt, warum machen die das jetzt? Es schien den Sportlern auch ein wenig Spaß da zu machen, aber trotzdem, von der Trainingszeit ging da ein nicht unerheblicher Teil auf diese, ich sag mal jetzt, Bespaßung. Und ich habe mich dann gefragt, warum macht er das? Nach dem Training hatte ich die Möglichkeit, diesen Trainer anzusprechen und der sagte mir dann, ja, du hast recht. Das kommt im Spiel sehr, sehr selten vor. Und wenn du dich nun fragst, warum machen wir das überhaupt, dann ist es ganz einfach. Wenn das im Spiel vorkommt, dann kann das sehr, sehr wichtig sein, dass du hier auch lieferst. Dass du hier 100% da bist. Dass du hier 100% Erfolgsquote aufweisen kannst. Sprich, wir stellen uns das ganz einfach mal vor. Es sind 2 Punkte Abstand und ich kann von direkt aus den gegnerischen Korb ja anwerfen und könnte somit 3 Punkte erreichen. Das heißt, es ist die typische Szene, die man aus vielen Filmen kennt. Ich habe den Ball und kann nun in den letzten Sekunden des Spiels dieses entscheiden, wenn mein Distanzwurf sitzt. Wenn ich nicht die Fähigkeiten dafür habe, nicht das Gefühl dafür habe, werde ich da fehlschlagen. Das kann jeder mal ausprobieren, wenn er da anfängt, Bälle zu werfen. Er wird feststellen, das erfordert einen hohen Einsatz an entsprechenden Fähigkeiten. Das muss ich wirklich drauf haben. Habe ich das nicht drauf, brauche ich gar nicht anfangen. So andere Dinge wie jetzt dann aus der Nähe das Ding vielleicht, wenn ich die entsprechende Körpergröße habe, anspringen, Bunk oben rein. Das habe ich relativ schnell drauf. Aber diese Distanzwürfe, das ist schwer. Da kann sehr viel schief gehen. Trotzdem können das die wirklichen Big Points sein. Je häufiger man das übt, desto besser wird unsere körperliche Fähigkeit da drin. Unser Auge sieht das besser, unser Gehirn kann das besser verarbeiten und die Feinmotorik für den entsprechenden Wurf wird entsprechend besser. Das heißt, es ist eine hochkomplexe Bewegung, die ich da ausführen muss und je besser die sitzt, desto eher treffe ich das Ding. Das heißt, im Wettkampf, es sind nur noch wenige Sekunden, ich kann das Ding entscheiden, wenn ich das kann. Kann ich es nicht, dann versuche ich das gar nicht. Und genauso ist es bei unserem Fußballtorwart auch. Wir können bestimmte Dinge da vielleicht nicht entscheiden. Wir können vorne keine Tore schießen. Aber wir können eines tun. Wir können gegebenenfalls ein Tor verhindern. Und dieses Tor verhindern ist dann das Allerwichtigste. Sprich, ich muss in der Lage sein. Und wie oft haben wir das jetzt schon befunden? Es ist Nachspielzeit. Es passiert ein blödes Foul. Vielleicht war es auch gar keins. Es ist egal. Die Pfeife des Schiedsrichters erklingt. Wir diskutieren nicht. Es wird eine Mauer gestellt und der Schütze läuft an. Habe ich als Torwart die Fähigkeit, wirklich jetzt auch in der 95. Minute das Ding, welches sich jetzt gerade über die Mauer zu mir hereindreht, dann aus dem Kreuzeck zu angeln? Habe ich diese Fähigkeit? Kann ich diesen Treffer verhindern?
Bin ich hier so selbstsicher? Fragen, die sich viele Torleute gerne stellen dürfen, vielleicht auch stellen müssen. Es ist nicht immer einfach, solche Fragen zu beantworten. Denn letztendlich, ich als Torwarttrainer bin ja derjenige, der diese Fähigkeiten in den Torwart hineinbringen muss. Ich muss ihm diese Fähigkeit geben. Ich bin nun der Meinung, wenn ich jetzt trainiere, 80%, sagen wir mal, ein bisschen Füßchen hier, Füßchen da, ein bisschen Pässchen hier, ein bisschen Pässchen da, dann kriege ich in den letzten Minuten des Trainings, welches mir meistens bleibt, egal ob ich nun zweimal oder dreimal die Woche, vielleicht sogar viermal die Woche trainiere, zu wenig dieser komplexen Bewegung in meinen Torwart hinein. Ich bringe zu wenig Input dort hinein. Bringe ich dort keinen Input hinein, schleift sich diese Bewegung nicht so ein, wie ich das brauche, denn sie ist fehlerbehaftet. Und weil sie fehlerbehaftet ist, kommt der Einschlag da oben. Der Torwart hat die Selbstsicherheit nicht. Was passiert also in der entscheidenden Situation? Gegebenenfalls springt mein Torwart nicht ab oder macht diese Bewegung ganz einfach gar nicht, weil er keine Sicherheit in der Richtung hat. Weil er diese Sicherheit nicht hat, wird er es nicht tun. Das ist einfach so. Und da müssen wir auch gar nicht drum rumreden. Das können wir immer und immer wieder sehen. Gleicher Bewegungsablauf ist das 1 gegen 1. Schaut man sich mal so in den unteren Klassen, wo kein Torwarttraining stattfindet, an, wie dort 1 gegen 1 gemacht wird, so hat das nichts von dem, was in den höheren Spielklassen vorhanden ist. Es ist immer noch das Gleiche. Der Torwart rennt da irgendwie raus, wirft sich da irgendwie rein. Vielleicht hat er mal irgendwo gesehen, dass es einen Block gibt. Also rutscht er irgendwie in irgendeiner Form da hinein und für sich fühlt sich das an, wie als wäre es ein Block. Ja, kann man so machen. Wird so gemacht, ist leider vollkommen am Ziel vorbei. Hier als Torwarttrainer muss ich auch darauf einwirken. Ich muss meinen Torwart zum Teil zurücknehmen, muss ihm beibringen. Geduldig sein, Ruhe haben, Ruhe in dir selbst, wisse deine Technik, nähere dich entsprechend an. Das ist so eine Sache, darauf muss ich einwirken. Dieser hektische Aktionismus, den man zum Teil in der Kreisklasse findet, den muss ich meinem Torwart abgewöhnen. Ich muss ihm hier die Ruhe geben und vor allem die Selbstsicherheit, dass er entsprechend agieren kann. Und das kann ich nicht, indem ich Füßchen hier, Pässchen da, die ganzen tollen Sachen. Nur weil ich der Meinung bin, dass mein Torwart jetzt hier den Messi auf den Platz machen muss und muss da von hinten heraus irgendwelche tollen Bällchen schlagen. Warum muss ich das eigentlich nicht? Es ist doch wichtig. Der Torwart muss doch Spieleröffnungen, er muss doch Rückpass und dergleichen. Tja. Schauen wir dann ganz einfach mal hin, so stellen wir fest, dass unsere Fußballtorleute, selbst wenn sie nur das normale Training sozusagen mitmachen, sie stehen im Eckchen. Kurzpassspiel, zum Teil auch unter Druck, ist im Eckchen eigentlich immer gefordert. Auch der Zweikampf ist im Eckchen immer irgendwo gefordert, wenn er auch dort eher rudimentär und eher langsam stattfindet. Ja, warum nicht? Dann meistens, wenn ich nicht sofort einsteige oder dergleichen, habe ich immer und immer wieder die Situation, dass mein Torwart auch mal irgendwo mit der Mannschaft etwas tut. Was tut er mit der Mannschaft? Es sind dann meistens irgendwelche Pass- und Übungsformen, die der Torwart ruhig mitgehen darf, mitgehen soll. Warum? Ja, ist ganz einfach. Das sind die Trainingseinheiten, die ich dann als Torwarttrainer nicht machen brauche. Denn hier wird die Fußarbeit effektiv trainiert, denn das macht jeder Feldspieler. Gleichzeitig auch dann in entsprechenden spielerischen Formen, wie zum Beispiel ein Drei-Farben-Spiel, ein koordinatives Spiel, wo ich mit der Wahrnehmung wissen muss, wohin spiele ich meinen Ball in all drum und dran und das zum Teil unter Gegnerdruck. Mein Torwart wird überhaupt nicht gefordert, sein normales Bewegungsprogramm abzurufen, weil es keine Bälle zu halten gibt, sondern er wird angespielt, muss den Ball mit dem Fuß verarbeiten und muss den Ball dann entsprechend auch eine Aufgabenstellung entsprechend weiter verteilen. Das ist im Torwarttraining so zum Teil gar nicht abbildbar. Es ist weder dann auch wettkampfbezogen noch unter dem großen Druck dann da. Hingegen bieten solche Spiele zusammen mit der Mannschaft dann die optimale Möglichkeit, dass mein Torwart sich hier sauber oder sagen wir eher verbessert. Weil ganz einfach hier unter dem nötigen Druck, unter der nötigen
Situation dann auch immer und immer wieder andere Formen ergibt. Die Basics müssen sitzen, Ballannahme, Ballmitnahme, der sogenannte erste Kontakt. Wenn das alles sitzt, dann kann ich in einem solchen Spiel eigentlich jetzt darauf verzichten, dass ich das im Torwarttraining noch machen oder abbilden muss. Hier werden Flugbälle geschlagen, hier werden Pässe gespielt auf kurze Distanz, auf mittlere Distanz, sogar auf lange Distanz, flach, halb hoch, hoch. Ballannahme mit der Brust, Ballannahme mit dem Oberschenkel, Ballannahme mit der Innenseite, Ballannahme mit dem Spann. All das ist dann damit drin, inklusive dem, ich lege mir links vor, ich lege mir rechts vor, ich ziehe ihn zurück, ich bewege mich in den Ball hinein. Ich suche aber auch einen Zweikampf, um diesen dann gegebenenfalls mal zu klären. Ich verhindere einen Pass, indem ich einen Passweg zustelle. All diese Dinge sind dann in solchen Übungen mit drin. Das ist also eine Aufgabe für den Fußballtrainer. Hier muss der Torwarttrainer wieder mit dem Fußballtrainer in das Gespräch gehen, kann also die Torleute dann gerne mal dorthin abgeben, um dann hier mal 5, 10, 20 Minuten wirklich Fußball zu trainieren. Das muss ich als Torwarttrainer gar nicht tun. Ich kann mich dann als Torwarttrainer dann auf die Dinge konzentrieren, die, wo wir vorhin beim Basketball ja drüber gesprochen hatten, die kompliziert und komplex sind. Das heißt nicht, dass ich jetzt nur noch das Hechten irgendwo in den Winkel dann da trainiere oder hochkomplexe Bewegungsabläufe im 1 gegen 1. Nein, ich darf nicht vergessen, ich muss die Grundlagen trainieren. Umarmungsgriff, vorne fangen, oben fangen, all das drum und dran. Immer wieder auch das Bewegungsprogramm sehen, korrigieren und entsprechend wieder dann auch einbringen. Auftakt, Abdruck, wie läuft das? Also Auftakt, Oberkörper runter, Gewicht über den Knöchel, Kopf runter, Kopf und Hände führen den Körper zum Ball, Strecken des Körpers in den Ball hinein, die Hände flach über den Boden, den Körper flach über den Boden, mit genügend Druck in den Ball hineinschieben, wirklich abspringen, einen Push-off haben und nicht nur das, was man so häufig sieht, hoppel, hoppel, umkippen, hoppel, hoppel, umkippen, denn das ist nichts anderes wie I play the exercise. Also das Spielen der Übung, denn das bringt niemanden weiter. Eine Übung darf fordern. Genau das tut diese fußballerische Übung, von der wir gesprochen haben, weil der Torwart hier gefordert ist, unter Gegnerdruck situativ entsprechend dann einen Ball zu spielen. Das brauche ich dann im Torwarttraining nicht mehr zu simulieren. Ich muss dann im Torwarttraining eher die Dinge tun und simulieren, die dann zur Zielverteidigung im 1 gegen 1 oder in der Raumverteidigung wichtig sind. Sind wir hier beim Stichwort Raumverteidigung, auch hier darf ich dann gegebenenfalls mal vielleicht mit ein wenig mehr Gegnerdruck dann arbeiten. Das heißt, ich habe vielleicht, wenn ich Glück habe, mal irgendwo außen dann einen stehen, der mir jetzt die Bälle reinschlägt. Ich habe Stürmer, die einlaufen und habe gegebenenfalls sogar Verteidiger zu meiner Verfügung. Und dann ist das schon wieder eine hochkomplexe Sache im entsprechenden Torwarttraining. Ich kann aber auch, wie das Thomas Schlieg zum Beispiel in einer solchen Passion, in einer solchen, ich sag mal, Meisterhaftigkeit ausführt, dann Übungen aufbauen, die Ähnliches bewirken, wenn ich 2, 3, 4 Torleute habe. Auch dann kann ich hier schon Drucksituationen aufbauen, kann hier entsprechende Situationen aufbauen, wo ich dann einen Charakter habe, der schon dahin geht, holt er sich den oder holt er sich den nicht. Dann haben wir in der Raumverteidigung genau den gleichen Effekt wie vorhin bei dieser Übung im Fußball. Ja, dann sind da natürlich für mich dann die Grundtechniken, die wir dann da haben. Aber nun geht es los, die komplexen Formen. Das komplexe Anlaufen im 1 gegen 1. Das komplexe Ablenken von irgendwelchen Bogenlampen. Oder aber auch dann das entsprechende Agieren und Reagieren auf Abschlüsse aufgrund eines Freistoßes, eingeschränkter Sicht und dergleichen, sind dann die Dinge, die uns als Torleute fordern. Hier müssen die Grundlagen sitzen. Das heißt, die Grundtechniken müssen hier wirklich hundertprozentig sitzen, dass unser Torwart auf alternative Bewegungsmuster aufgrund dieser Basisbewegungsmuster zugreifen kann. Das muss ich meinem Torwart natürlich beibringen und dann machen diese Übungen dann auf einmal auch einen Sinn. Weil man sieht die Grundbewegungen, wie sie dann neu verschmelzen, neu angewandt werden. Das ist extrem wichtig. Und nur dann
machen diese Übungen auch Sinn und dann darf ich da auch und muss ich auch viel hineinstecken, denn sie bringen mir einen sehr hohen Benefit. Denn dann sind wir in der letzten Minute der Nachspielzeit. Wir haben unseren Freistoß wieder, die Mauer ist gestellt. Der Schütze läuft an, der Ball bewegt sich und mein Tor bewegt sich ebenfalls. In einer wunderbaren Parade holt er mir dieses Ding raus und hält damit vielleicht ein 1-0 fest. Er kann das Spiel in dem Fall gewinnen. Für uns alle. Weil er das Unentschieden, also den Einschlag, egalisiert. Das ist dann die Form, wo unser Torwart mal gewinnen kann. Allerdings muss ich ihn dazu als Trainer zu einem Gewinner erziehen. Das heißt, wenn ich nur Pässchen hier, Bällchen dort und dergleichen meinem Torwart beibringe, dann wird er mir solch komplizierte Bälle wahrscheinlich nicht unbedingt holen. Er wird ein toller Fußballer sein, ja, vielleicht nicht so gut wie jeder Feldspieler, ja, aber er wird niemals auf der Linie und dann in seiner eigentlichen Primäraufgabe als Torhüter, als Torwart entsprechend überragen. Niemals. Das habe ich als Trainer mir zuzuschreiben, denn dazu habe ich einfach zu wenig investiert, zu wenig Zeit hineingesteckt, dass mein Torwart genau das tun muss und tun kann. Muss ich mir dann selbst ankreiden. Genauso muss ich mir als Trainer natürlich auch ankreiden, wenn mein Torwart keinen Fußball spielen kann. Wenn er nicht weiß, wo er sich positionieren muss, wenn er nicht weiß, wie nimmt er den Ball an, wie kommt das mit dem ersten Kontakt, wo kann er hinspielen, all drum und dran. Denn auch darauf muss ich als Trainer immer mal wieder einwirken. Muss coachen, muss in Spielformen zum Teil meinen Torwart daran erinnern, wo er, wie er sich zu positionieren hat, wo er mitlaufen soll. All diese Dinge müssen natürlich in meinen Torwart hinein. Dass das mit Torwarttraining dann, so in den Situationen, wie man Torwarttraining kennt, also 16er, Tor und dann jetzt machen wir was, wenig zu tun hat und dass ich das dort auch nicht abbilden kann, sei mal dahingestellt. Der Punkt an der Stelle ist ganz einfach, Torwarttraining hört nicht auf, wenn ich da weggehe, sondern Torwarttraining ist so eine Sache, ich sehe dann eine Spielform, dann stelle ich mich hinter das Tor und dann korrigiere ich das Stellungsspiel meines Torhüters. Ich als Torwarttrainer muss dafür Sorge tragen, dass mein Torwart die optimale Position einfach auch einnimmt in so einer Situation. Dass man ihm sozusagen das Coaching gibt, dass er in Situationen jetzt sich anders verlagert, sich anders stellt, dass er gegebenenfalls auch auf einen Spieler mal aufläuft, um sozusagen zu signalisieren, hey, ich bin da, spiel mich, ich kann dich befreien, ich kann dir helfen. Und das sind so Sachen, die müssen dann einfach da sein. Und dazu darf ich nicht, nachdem ich ein paar Bälle geworfen habe, ein paar Fischchen da gemacht habe und zack und all drunter, tschö, ich fahre jetzt. Und dann fahre ich auf den nächsten Platz, weil ich von der B-Jugend jetzt noch ein anderes Arrangement bei den Aktiven irgendwo in einem anderen Verein habe. Das ist falsch. Auch das ewige Heppa Heppa und einfach ein paar Bälle geworfen, egal ob das jetzt gut ist, ohne Korrektur, ohne alles, ist dann wenig zielführend. Ebenso, wie gesagt, wenn ich 80% nur Pässchen, Füßchen und dergleichen, weil ich denke, dass das ausreicht. Nein, es sind die komplizierten Dinge, in die wir als Torwarttrainer Energie hineinstecken müssen. Wir als Torwarttrainer müssen hier einwirken, müssen hier definitiv etwas tun und da müssen wir Zeit investieren. Die komplizierten Dinge, die wirklich schwierigen Dinge, diese müssen von uns gemacht werden. Dafür sind wir da und dafür müssen wir unserem Torwart das Potpourri der Techniken in der Zielverteidigung, aber auch in der Raumverteidigung sowie im 1 gegen 1 angedeihen lassen, sie immer und immer wieder abrufen und das dürfen wir dann nicht vergeuden, indem wir dann den Hauptteil des Trainings dann beständig nur Füßchen hier, Füßchen da, Pässchen die, das ist dann zum Teil zu viel. Das kann man einfließen lassen, ja na klar. Das heißt, ich fange einen Ball, habe einen Abwurf, ich fange einen Ball, habe einen Pass, ich bekomme einen Pass, spiele den, dann kommt ein Abschluss und all drum und dran. All das kann ich da ja ruhig verschmelzen lassen, aber letztendlich macht es nicht zu viel. Ich habe schon Trainer gesehen, die nichts anderes getan haben, wie eine halbe Stunde lang Passspiele zu machen. Also sprich, ein Pass,
Ballverlagerung, Abspiel nach draußen, Passspiel, Flugball in diese Position und dann geht das weiter und all drum und dran. Es ist also nur Fußball gespielt worden, die ganze Trainingseinheit lang. Und ich habe mich gefragt, hey, warum machst du das gerade? Warum machst du eine Stunde lang nur Fußball? Ist das da dein Torwart so, dass der das nicht irgendwie mit der Mannschaft zusammen machen kann? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich trainiert die Mannschaft irgendwo und der Torwart steht irgendwo anders. Dann sollte ich als Trainer vielleicht mal mit meinem Mannschaftstrainer reden. Sollte man sagen, hier dazu, machst du eine ganz tolle Trainingsform. Darf mein Torwart mitmachen? Das hilft ihm, dann muss ich es nicht machen. Wenn ich danach sage, hier, komm her, pass auf, machst du 20 Minuten mit und ich hole dich nach 20 Minuten, dann bleiben mir immer noch gute 20 Minuten, halbe Stunde, wo ich effektiv etwas machen kann, wo es nur um Torwart geht. Dann muss ich kein Füßchen mehr machen, muss kein Pässchen mehr schlagen, muss keinen kein Abstoß mehr dann tun. Das ist alles schon weg, das hat er dann schon getan. Brauche ich dann nicht. Ich kann mich dann darauf konzentrieren, Auftakt, Bewegung in den Ball. Hände sauber, wie sind die Handhaltungen, wie gehst du dahin, Sprungbein, Schwungbein, all diese ganzen Dinge, achte drauf, dass du Position, hier, dieses, jenes, welches, all diese ganzen Dinge, die zur Torverhinderung zählen, die kann ich dann wieder in meinen restlichen Minuten wesentlich effektiver an den Mann bringen, als wenn ich jetzt hier die ganze Zeit immer nur versuche, dieses Füßchen da hineinzubringen, ach, weil es ja so wichtig ist. Nehmt das raus. Nehmt es einfach raus. Konzentriert euch auf die Sache, wofür der Torwart da ist. Der Torwart ist da, um Einschläge als letzte Instanz in dieses Aluminium-Ding zu verhindern. Und dafür seid ihr da, als Torwarttrainer. Ihr als Torwarttrainer müsst dafür sorgen, dass diese Einschläge in dieses Aluminium-Ding halt nicht passieren. Das ist euer Job. Und dafür müsst ihr den Torwart ausbilden. Das heißt, der muss die Fähigkeit haben, euch diese Dinger da rauszuholen. Auch in der letzten Minute der Nachspielzeit, bei einem Freistoß. Er muss immer dieses Gefühl und diese Ausstrahlung haben, lass ihn doch schießen. Ich hole das Ding. Auch im 1 gegen 1. Der Stürmer kommt da drauf zu. Was ist denn wohl etwas, ihr könnt euren Torwart mit dem Lasso einfangen. Ich schwöre es euch, wenn ein Torwart gut ist im 1 gegen 1, aus eigener Erfahrung, könnt ihr den nach bestimmten Situationen mit dem Lasso einfangen. Gerade in der Jugend. Bestes Beispiel, A-Jugend. Du stehst auf einem Abstiegsplatz, es sieht nicht sehr gut aus und du spielst gegen den Dritten. Die haben einen Bombenstürmer. Der Bombenstürmer sitzt draußen, weil gegen den Abstiegsplatz spielt eine eher schwächere Mannschaft. Doch die schwächere Mannschaft kann nicht wirklich mithalten. Also, was passiert? Der Stürmer wird eingewechselt. Die ganze Bank jetzt so, jawohl, jetzt zeigst du ihm, komm, du spielst gegen den schlechtesten Torwart in der Liga. Und der Torwart hört das. Wenn der jetzt auch nur einen Funken Anstand hat, dann denkt er sich, du heute nicht. Und spätestens, wenn er im ersten 1 gegen 1 den Einschlag verhindert hat, könnt ihr euren Torwart im 16er mit dem Lasso einfangen. Ab dann ist das Stampede. Ab da ist da definitiv der Tiger in der Box. Der rüttelt dann nicht nur am Käfig, sondern die Käfigtür ist weit offen. Und alles, was dann da kommt, wird zerfleischt. So geschehen. So geschehen. Sprich, ein Stürmer, der normalerweise pro Spiel gegen schwache Gegner 2, zum Teil 3 Buden macht, macht in diesem Spiel nicht einen Stich. Ausgelacht worden ist er dann von seinen Mannschaftskameraden nicht, auch wenn sie am Anfang gesagt haben, wenn du gegen den nicht triffst, bist du der schlechteste Stürmer der Liga. Tja, er hat nicht getroffen. Ist er demzufolge der schlechteste Stürmer der Liga? Wahrscheinlich nicht. Aber letztendlich, man merkt ganz einfach, Jugendliche neigen dazu, zum Teil ganz einfach hier ein wenig zu überdrehen. Schafft ihr es, dass euer Torwart dann die Ruhe behält und schafft ihr es, dass euer Torwart das Ganze nicht in Aggression wandelt, sondern ganz einfach hier eher eine Motivation daraus generiert, eine zusätzliche Energie. Und habt ihr die Fähigkeiten entsprechend in euren Torwart hineintrainiert? Wie gesagt, könnt ihr den mit dem Lasso einfangen danach. Weil danach ist dann da einfach, das ist, da geht dann da so viel da oben ab. Der kommt dann automatisch in einen Flow hinein, der kommt automatisch, das ist dann nichts anderes wie ein schwarzes Loch, was den dann sozusagen einsaugt und ab dann wird der Superhero. Dann habt ihr alles richtig gemacht. Dann habt ihr als Trainer wirklich alles richtig gemacht.
dann ist auf einmal Füßchen, Pässchen und dergleichen gar nicht mehr so wichtig. Also, müssen wir für den Wettkampf trainieren? Ja, wir müssen für den Wettkampf trainieren. Müssen wir aber so trainieren, wie das im Wettkampf definitiv vorkommt? Sollten wir so trainieren? Meiner Meinung nach, nein. Wir müssen genau das trainieren, was im Wettkampf uns sozusagen als Hauptziel und als Schwierigstes sozusagen da ist. Wir müssen die schwierigen Dinge des Wettkampfes nehmen. Und die Dinge, die häufig vorkommen und die immer wieder vorkommen, die müssen wir eher versuchen, dass wir das ein wenig beinhalten. Aber letztendlich, weil es halt häufiger vorkommt und deswegen auch häufiger gemacht wird, müssen wir wahrscheinlich gar nicht mehr so trainieren. Das ist schon drin. Und wenn, dann können wir das ganz gerne auch mal abgeben. Können wir auch gerne mal verlagern. Müssen wir nicht tun. Dann wird es dort trainiert und es wird dort sicherer und näher an dem Wettkampf her trainiert, als dass wir es dann tun müssen. Brauchen wir also nicht. Können wir weglassen. Meine Philosophie, meine Denkweise. Meine Denkweise dann auch, ich investiere lieber viel, viel Zeit dann in die Dinge der Torverteidigung. Dass ich dann eine saubere Technik habe. Dass ich Torleute habe, die technisch sauber ausgebildet sind. Kurt Kovacs hat auf dem Torwarttrainer-Lehrgang mal gesagt, ein Torwart zehrt zu 90% aus seiner Technik. Und genau das ist meine Erfahrung. Er hat genau das Gleiche gesehen wie ich auch. Hast du die entsprechende Technik? Hast du die entsprechenden körperlichen Fähigkeiten? Hältst du die Bälle? Dann musst du nicht das Traumpässchen schlagen, denn das Traumpässchen, was bringt das? In den seltensten Fällen leitest du damit ein Gegentor ein. In den seltensten Fällen schaffst du es, die Vorlage zu geben, dass du in Führung kommst. Du als Torwart, du schießt keine Tore. Das ist mir als Torwarttrainer relativ schnell bewusst geworden. Sprich, ich muss meinem Torwart die Fähigkeit geben oder die Fähigkeit angedeihen lassen, dass er saubere Bälle zu und Mann spielt, dass er bestimmte Dinge dann wach wird. Und das kann ich dann auch gerne abgeben, indem er dann in einem entsprechenden Trainingsspiel oder Trainingsformen der Mannschaft dann mitmacht, wo er Bälle verarbeiten und weiterverteilen muss. Danach kann ich das im Torwarttraining, im Coaching zum Beispiel, in Abschluss- oder Trainingsspielen entsprechend dann so coachen, dass sein Positionsspiel auf dem Platz dann entsprechend passt. Und von da aus wird dieses Ball annehmen, vorlegen, erster Kontakt, Ball spielen, Flugball hier, Flugball da, Kurzpass hier, Langpass, Druckpass, all das, das kommt dann sozusagen nahezu automatisch. Darauf darf ich dann und muss ich im Training dann für mein Empfinden gar keinen Wert mehr legen. Also lege ich Wert auf dann die entsprechenden Techniken. Handhaltung, Fangtechniken, Ablenktechniken und den ganzen Kram, diese hohe Schule der Bewegung, die sonst kein anderer hat. Und dann dreht sich das bei mir rum. Dann mache ich 10% Füßchen, Pässchen, Bällchen, da dieses, jenes. Aber 80% mache ich dann volle Granate. Nur rein Tor, Ziel und Raumverteidigung. Wirklich die proprietären Aufgaben des Torwarts. Bin ich damit schlecht unterwegs? Überhaupt nicht. Pascal Vormann, der bei Wolfsburg war, der hat das auch auf einem Lehrgang, auf einem Webinar so erklärt. Und die meisten Torwarttrainer waren geschockt. Er sagte, das ist nicht meine Aufgabe. Er hat recht. Ich stimmte ihm da aus ganzem Herzen voll zu. Ich hätte ihn in dem Augenblick umarmen können. Aber leider, durch den Monitor geht's nicht. Nun habt ihr es von mir auch nochmal gehört, dass es meine Form und genauso behandelt auch der Kanal Virtuelles Torwarttraining das Torwarttraining. Wir bleiben dabei. Ein Kanal, der sich um die Techniken der Ziel, Raum und des 1 gegen 1 beschäftigt. Also ist die Tor- oder direkte Gegentreffervermeidung durch den Torwart. Das soll es gewesen sein und das zum Aufbau vom Training. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.